Ja, hallo, lieber Thomas. Hallo Andrea. Ich freue mich sehr, dass ich dir heute ein paar Fragen stelle. Du hast ja mein 3 Monats Online-Gruppen-Coaching Body Restart durchlaufen. Und ich würde dir jetzt gerne ein paar Fragen zu dem stellen, was du für Erfahrungen gemacht hast. Also erstens, was ist denn überhaupt der Grund gewesen, dass du dich für das Programm entschieden hast? Also der Grund ist ganz klar, dass ich etwas verändern schon länger in meinem Wohlbefinden, meinem Körperzustand und an meinen Nähren. Das war schon ein langes Thema schon gesehen für mich. Und das hat mir eigentlich abgebrochen, weil das genau das angeht, was ich eben verändern will. Und das konnte ich auch machen. Das haben wir jetzt auch gehabt. Und das war eine super Entscheidung. Also ich bin sehr froh, dass ich hier im rechten Moment, das hat alles gepasst. Es ist einfach irgendwie wie. Es müsste so sein. Ja, wie so viel im Leben, Ja, nein, man oder? muss bereit sein, natürlich auch. Man muss bereit sein, einen Schritt zu machen und zu sagen, jetzt, das ist genau das, was mich bewegt, um etwas zu machen. Und das hat funktioniert und das freut mich sehr. Also, ich habe selber Freude, dass ich den Entscheid gemacht habe und dass ich habe gerade gewusst, das ist genau das, was ich suche. Also, wenn ich das erste Mal mit dir, das erste Interview, oder wo du mich erklärt hast, um was geht es, und dann ist für mich schon klar gewesen, das ist es. Dann habe ich nicht lange müssen überlegen, einfach machen. Super, genau. Das ist ja so gewesen, dass wir wirklich pro Woche einen Zoom-Call hatten in der Gruppe, wo wir uns getroffen haben, wo ich euch ganz, ganz viel Ernährungs-Know-how vermittelt habe. Wie ist denn das für dich gewesen, das Online, also das Gruppenformat? Also, ich habe es sehr gut gefunden. Es ist auch, du hast es sauber gemacht, natürlich, oder? Ein Leitfaden, ein schönes Programm durchgezogen. Und es spart einfach viel Zeit für beide Seiten. Also für alle ist es eine Win-Win-Situation. Man kann Fragen stellen, man sieht die anderen, die auch dabei sind, oder wie sie zu Weg sind. Oder man schaut sie mal an, wenn man zuhört und etwas erzählt. Und ich finde, es ist eine super Methode, um effizient vorwärts kommen, weil im Alltag hat man ja fast keine Zeit. Und sonst ist einfach der Aufwand ist dann, wäre sehr gross, zweimal in der Woche sich so zu treffen, der Anfahrtsweg, Rückfahrtweg und so weiter. Und dass dann nachher zu lang geht, dann lohnt es sich fast nicht. Dann müsste man sich, also einmal in der Woche am Samstag am Morgen, aber dann braucht man einen ganzen Morgen. Und so hat man doch immer wieder eine Anleitung zum so etwas anpassen, wenn man falsch läuft. Oder nochmal eine Frage stellen, ah, so ist das. Und dann, ich finde es super, eine super Methode, so ein komplexes Thema zu vermitteln. Ich meine, klar, es braucht auch viel Know-how, also einfach Know-how, wo man weiß, wie das Ganze zusammenhängt. Und das machst du super und ich habe es toll gefunden. Ja. Super, danke vielmals. Wir haben ja nicht nur jetzt Ernährungs- oder ich habe nicht nur Ernährungs-Know-how vermittelt, sondern habe auch noch ein bisschen Mindset reingenommen, weil ich eben glaube, dass es wirklich wichtig ist, wenn man zum Beispiel jetzt auch negative Glaubenssätze in sich innen trägt, gerade jetzt zum Thema Essen zum Beispiel, dass man die wirklich auflöst. Wie sind die Themen für dich vermittelt worden? Also ist das für dich wichtig gewesen, dass das auch dabei war? Ist das bereichernd gewesen? Ja, also ich finde auch, das ist eigentlich sehr essentiell am Ganzen. Ich meine, die Einstellung zu der Veränderung und zum sich etwas Neues vorzunehmen, ist schon die Grundeinstellung. Also ich finde auch, das ist sehr wichtig. Also das ist für mich fast das Wichtigste am Ganzen, weil an dem liegt es. Und das ist auch das, auch mit dem Schlafen, wenn esse ich was und mit dem Abstand. Ich finde das super. Also ich habe das so nicht gekannt und kann mich auch nicht darum kümmern, muss ich ehrlich sagen. Es ist mir wie egal gewesen. Und jetzt merke ich, ja, und ich höre es jetzt auch, wenn ich mit anderen Leuten schwätze, oder andere, bin gestern mit einer Gruppe zusammen unterwegs, sind alles Gleichaltrige. Und eben der eine hat auch so seine Medikamentenköfferchen und so. Dann wird es gerade trümmelig, wenn du so etwas denkst, schon, oh, jetzt, das ist jetzt genau das. Und alle so ein bisschen beleibt, weißt du, so ein bisschen. Also ich bin auch so unterwegs gesehen, also ich überhaupt keine, ich bin nicht anders. Aber jetzt sehe ich schon ein eine andere Brille. Und das ist, ich finde das sehr wichtig. Also die Einstellung ist für mich so und so.
Schön, freut mich riesig zu hören. Und jetzt nimmt es uns natürlich Wunder, was hast denn du jetzt alles erreicht in diesen 3 Monaten? Also wie viel Gewicht hast du verloren und auch wie viel Umfang am Bauch? Und was sind sonst so? Also was ist hinten rausgekommen? Also fühlst du dich fitter, fühlst du dich vitaler, schlafst besser? Also einfach, was sind so die positiven Effekte? Ja, also soll ich sagen, also Gewicht habe ich ja bei 9 Kilo abgenommen, vor allem in der Startphase oder im ersten Drittel. Nachher konnte ich aber das können heben auch. Also es hat sich jetzt nicht verändert. Es ist immer gleich geblieben. Und ich denke, das ist schon genau das Ziel. Also ich würde abnehmen, aber ich würde nicht wieder zunehmen, gerade wieder oder innerhalb kurzer Zeit. Und ich denke, das ist für mich wichtig. Ich würde nochmal so viel, wenn ich schon verloren habe, die 9 Kilo, würde ich nochmal 9 Kilo weniger. Und dann das können behalten über eine längere Zeit. Oder? Genau, dass sich das wieder einpendeln, wie es früher ja auch gesehen ist. Also bis 30 hat sich das schön gehabt, oder um die 80 Kilo. Und nachher hat man sich nicht mehr so bemüht. Also ich habe mir ja, gut schon, oder? Und gleich viel gegessen und weniger gemacht. Und dann nimmst du halt einfach zu, brauchst weniger Energie, je älter du wirst. Und das ist sicher etwas gesehen, wo ich weiterverfolgen möchte. Jetzt mal schnell zur Frage. Was war die Frage? Ja, also generell, wie fühlst du dich sonst? Also fühlst du dich fit? Schlafst du zum Beispiel besser? Also was hast du sonst noch für positive Nebeneffekte, sagen wir es so? Also ich denke, eben, Schlafen ist für mich nicht das Problem. Ich habe gut geschlafen, schlafe auch jetzt gut, sehr gut. Ich fühle mich auch gut. Also das ist nicht das Thema. Ich bin auch motiviert, um mehr zu machen und weitermachen. Und eigentlich das Wichtigste, was ich für mich Freude habe, dass ich jetzt anders gehe einkaufen, anders die Sachen anschaue und eben Eiweißhaltung mir ernähre und Essen bestelle im Restaurant, wo halt nicht 3-4 Sachen drin sind, wo man doppelt so viel Energie hat, wo man gar nicht braucht. Also das ist schon. Aber das braucht ein bisschen Erkenntnis oder auch im Restaurant, dass du dann weißt, was nehme ich? Oder eben bestelle ich jetzt statt Pommes frites oder Nudeln, nehme ich halt Kartoffeln, wenn es nicht anders hat. Oder? Oftmals hat es ja gar nicht anders. Und weil halt einfach die Küche noch nicht umgestellt ist, in vielen Restaurants ist das noch nicht der Fall. Ja. Gut, Gemüse kannst du überall bestellen. Genau, ja, das ist klar. Fitness-Teller ist sowieso. Man muss auch schauen, dass dann eben nicht mit Salatsauce dran ist, bis fast der Teller überquillt. Ja, und ich denke, das sind so die einfachen, aber sehr essentiellen Sachen, die man muss schauen. Und das macht mir Freude, weil ich auch. Wir sind mit den Augen aufgegangen, ein Stückchen. Schön, es freut mich riesig zu hören. Wem würdest du das alles empfehlen, das Programm, Thomas? Ja, das Programm würde ich allen denen empfehlen, wo sich nicht wohlfühlen, was sich in ihrer Haut nicht wohlfühlen. Ist das genau das Richtige? Super, perfekt. Danke vielmals für das Interview und von Herzen noch alles Gute und du bist super unterwegs. Ich bin überzeugt, du wirst dein Ziel erreichen. Danke vielmals, Andrea. Dir auch. Mach weiter so. Genau.